Rahmen einer Festsitzung des Tiroler Landtages wurde am 14. November 2013 dem scheidenden Südtiroler Landeshauptmann Louis Durnwalder von Landeshauptmann Günter Platter und Landtagspräsident Herwig van Staar in Anwesenheit der Mitglieder der Tiroler Landesregierung und der Landtagsabgeordneten die ranghöchste Landesauszeichnung, der Ring des Landes Tirol, verliehen. Louis Durnwalder ist eine herausragende Politikerpersönlichkeit der letzten Jahrzehnte, hat nicht nur immer auf sein Land geschaut, auf Südtirol, sondern insbesondere war er jener, der die Europaregion Tirol mit Trentino, Südtirol und Nord- und Osttirol ganz besonders im Blickwinkel gehabt hat. Und so sind wir sehr dankbar dafür, für die exzellente Zusammenarbeit. Wir sind auch dankbar für seine Art und Weise, wie er Politik gemacht hat. Und es gab eigentlich zwischen den Landeshauptleuten von Südtirol und dem Bundesland Tirol immer wieder so auch einen Wettstreit, aber gegenseitiger Respekt natürlich gegeben, was den Ländern gut getan hat. Weil wenn ein Wettbewerb besteht, so muss man sich ganz besonders anstrengen. Und das musste man sich bei Louis tun, weil er immer wieder, dass wir auf Augenhöhe die Länder weiterentwickelt haben. Es ist nicht nur die gute Zusammenarbeit, es ist das Bewusstsein, dass wir nach wie vor ein Land sind in unseren gemeinsamen historischen Traditionen, in der kulturellen Vielfalt und doch Einheit. Mit Einbeziehung, wie er gesagt hat, auch jetzt der anderen Sprachgruppen. Die Ladiner haben ja immer dazugehört, aber jetzt auch die Integration der Südtiroler, italienischsprachigen Südtiroler in die Südtiroler Gesellschaft. Das war auch eine große Leistung von Louis Durnwalder. Ja, ich freue mich über jede Auszeichnung. Ich habe mich über diese Auszeichnung ganz besonders gefreut. Erstens einmal, weil es die höchste Auszeichnung ist. Das heißt, die wird ja nicht nur mit einem Beschluss des Landtages oder der Landesregierung vergeben, sondern mit einem eigenen Gesetz. Und das ist schon eine ganz besondere Auszeichnung. Es sind ja nur 5, 6 Inhaber nicht, oder Träger des Ehrenringes. Das heißt, die Höhe ist sicher auch etwas Besonderes, die Seltenheit. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich mich ganz besonders freue, dass das von Bundesland Tirol kommt, weil wir ja mit Bundesland Tirol eine ganz besondere Form der Zusammenarbeit haben. Wir sind Tiroler, wir sind halt so eine österreichische Minderheit geworden durch die Abtrennung 1919, aber wir bleiben schon weiterhin Tiroler, was die Mentalität anbelangt. Natürlich, wir haben auch heute eine Autonomie, die wir auch gekriegt haben durch die Unterstützung von Österreich und Bundesland Tirol und vor allem auch der gut gesinnten italienischen Demokraten. Aber diese Autonomie hätten wir nie bekommen, wenn wir nicht einen Hinterhalt gehabt hätten. Und deswegen haben wir uns jetzt irgendwie wirtschaftlich und kulturell und so weiter ein bisschen aufbauen können. Und heute ist so, dass wir unter Partner miteinander reden, gemeinsam auftreten in Brüssel, gemeinsam auftreten in Wien und Rom, überall dort, wo es eben notwendig ist, und gemeinsame Dinge einfach gemeinsam machen. Es war immer eine tiefe Freundschaft. Und ich schätze die Freundschaft mit Louis Durnwalder ganz besonders. Denn wenn man sich versteht, dann ist es auch möglich, wesentliche Entscheidungen gemeinsam zusammenzubringen. Deshalb ist diese Zeit, diese gemeinsame Zeit mit Louis Durnwalder eine erfolgreiche Zeit für Südtirol, für das Bundesland Tirol, und höchsten Respekt an Louis Durnwalder für das, was er in den letzten Jahrzehnten geleistet hat. Es war natürlich auch eine Ehre, anwesend zu sein, wie Louis Durnwalder diese hohe Ehre zuteil geworden ist, verdientermaßen, auch aus meiner Sicht, und ich glaube, das hat auch der Tiroler Landtag so gesehen, für die Leistungen auch im Bereich der Zusammenarbeit, insbesondere zwischen dem Bundesland Tirol und Südtirol, das uns auch große Schritte weitergebracht hat hin zu einer Entwicklung eines europäischen Tirol, einer Euregio Tirol. Der Ring des Landes Tirol ist eine seltene Auszeichnung und wird nach Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages vergeben. Landeshauptmann Louis Durnwalder ist nun nach Landtagspräsident außer Dienst Helmut Mader, Landeshauptmann außer Dienst Wendelin Weingartner, Hilde Schwarzkopf, Gernot Lange-Swarowski, Helmut Kutin und Landeshauptmann außer Dienst Alois Partl einer von 7 lebenden Trägern dieser Anerkennung höchster Verdienste um das Land Tirol.